Also in Vorbereitung zu der Ausstellung Utrecht, Caravaggio und Europa haben wir uns nochmal kritisch auch mit unserem Bild von Bartolomeo Manfredi, der Dornenkrönung, auseinandergesetzt. Manfredi hat die Dornenkrönung in seinem Oeuvre mehrfach behandelt. Dieses Münchner Bild ist wohl die früheste Version, entstanden etwa 1610. Hintergrund ist, dass das Gewand Christi, das der Bibel nach in einem purpurfarbenen, zumindest in einem kräftigen Rot ausgestaltet sein sollte, in diesem Bild jetzt im jetzigen Zustand einen deutlich blasseren Farbton zeigt. Es ist ein organischer Farblack, der verwendet wurde, um diesen Mantel rot zu gestalten. Und der ist sehr lichtempfindlich und im Laufe der Zeit einfach ausgeblichen. Für uns stellt sich jetzt die Frage, ob wir restaurieren und wenn ja, in welchem Farbton. Den deutlichsten Hinweis auf den Farbton, den ursprünglichen Farbton, gibt uns der mikroskopische Befund. Die Stelle, an der wir eben das intensive Rot des originalen Farblacks noch erkennen können. Man sieht hier eben wirklich eine Ansammlung von Farblack in einem Bereich, also halb unter einer Farbschichtscholle. Das heißt, das ist ein vor Licht geschützter Bereich. Es ist so eine verschattete Ecke und ziemlich dick. Und aus diesem Grund denken wir, dass hier eben die intensiv rote Farbigkeit noch so gut erhalten ist. Eine Gastwissenschaftlerin konnte Krapplack nachweisen, also einen Farblack, den wir in der Unterlegung vermuten. Und hier sehen wir eigentlich ganz schön eine lichtmikroskopische Aufnahme, wo man noch den ursprünglichen Rotton erkennen kann und dann aber im oberen Bereich eben dann doch diesen starken Lichtschaden auch erkennen kann. Wir wussten von den Analysen, dass eigentlich noch ein zweiter Farblack hier vorliegen muss. Und da erhielten wir eben gerade vor ein paar Tagen das Ergebnis, dass hier tatsächlich ein anderer zweiter Farblack gefunden wurde, und zwar Cochenil. Hier das Ausgangsmaterial, Cochenil-Läuse. Cochenil ist ja nun ein Farbstoff, den man schon seit der Mitte des 16. Jahrhunderts nach Europa importierte. Und wie dieses Cochenil nach Rom kommt, das wüsste man gern. Also da öffnen sich spannende neue Fragen. Und wenn Manfredi das nun nimmt, dann versucht er doch wahrscheinlich auch materiell dem Bibeltext gerecht zu werden. Denn die Evangelien sagen ja, dass man Christus einen purpurfarbenen Mantel umgelegt hat. Nur Matthäus sagt karmesinrot. Und mit diesem teuren Cochenil versucht er doch offensichtlich auch so eine Art Materialikonografie, also wirklich das richtige Purpur dem nahe zu kommen. Wir haben zunächst verschiedene digitale Rekonstruktionsversuche dieses Farbtons gemacht und haben aber parallel natürlich auch mit Farbe tatsächlich erstmal auf eine Farbreproduktion das Rot des Umhangs rekonstruiert, haben dann auf Plexigläser verschiedene rote Farbtöne angelegt und die dann direkt vor das Gemälde gehalten, sodass man direkt am Bild entscheiden kann, in welche Richtung der Farbton wirklich gehen soll. Also ganz wichtig ist natürlich, dass man dann auch für den Besucher, für spätere Betrachter des Bildes deutlich macht, dass der rote Farbton des Mantels Christi eben nicht mehr original von Manfredi stammt, sondern dass es sich um eine Rekonstruktion von uns als Restauratoren handelt. Ja.